Mal ehrlich, hätten wir uns vor einem Jahr, 2019, vorstellen können, dass es so gut wie keine Live-Events mehr gibt? Vor einem Jahr habe ich bis zu 150 Veranstaltungen pro Jahr gemacht. Die größten Bühnen waren so vor 6.000, 7.000 Leuten. Ich habe insgesamt 3.500 Auftritte gehabt in 23 Ländern. Und plötzlich war alles anders. Zoom statt Bühne, Greenscreen statt Live, Veranstaltungen abgesagt, Hallen geschlossen. Plötzlich ging gar nichts mehr. Und virtuell? Wer sagt eigentlich, dass virtuelle Events langweilig sein müssen? Mit weniger Emotionen, mit weniger Interaktion? Wer sagt das eigentlich? Klar, virtuell ist anders und deswegen muss man es halt auch anders machen. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich mit Online, mit Hybriden und mit virtuellen Formaten. Damals hat es angefangen ganz einfach, um schlicht Seminare und Workshops endlich mal wirklich nachhaltig zu machen. Heute ist da viel mehr draus entstanden. Heute machen wir ganze Events, ganze Kongresse virtuell, hybrid und online. Bis hin zu We Will Thrive, einem 24-Stunden Inspirational Motivation Marathon. Das war eine Veranstaltung, bei der wir 24 Stunden ununterbrochen live gestreamt haben. Wir hatten über 70 Leute dabei, Künstler, Influencer, Speaker, Unternehmer, Unternehmerinnen natürlich. Wir hatten 2 Studios, eins hier in Berlin, eins in Los Angeles und wir haben bei der Veranstaltung über 20.000 Menschen erreicht. Virtuell ist powerful, virtuell ist mitreißend und es ist sogar nachhaltig, wenn man es gescheit macht. Um ehrlich zu sein, ich liebe Live-Events. Ich liebe das, live auf einer Bühne zu stehen und den direkten Kontakt zu meinem Publikum, zu Ihnen zu haben. Aber manchmal geht's halt schlicht und einfach nicht. Und gleichzeitig weiß ich, dass bestimmte Dinge online, virtuell, hybrid schlicht und einfach sogar besser gehen. Manches kann man virtuell besser machen. Man kann mit Grafiken spielen und was noch wichtiger ist, man kann direkt mit dem Publikum interagieren und real-time Antworten erfragen und die dann auch einblenden. Wann, wenn nicht jetzt? Im Moment wälzt sich gerade alles um. Wir sind mit Veränderungen konfrontiert, die wir noch nie in unserem Leben hatten und die wir hoffentlich auch nie wieder haben werden. Gerade jetzt brauchen Menschen Orientierung, oder? Gerade jetzt brauchen Menschen Inspiration, Motivation, Strategien und Werkzeuge, die sie direkt anwenden und umsetzen können. Und dabei ist es vollkommen egal, ob sie jetzt gerade über hunderte, vielleicht sogar tausende Menschen auf einem großen Event nachdenken oder ob sie über eine kleine Gruppe von Managern, Managerinnen, Führungskräften nachdenken, die sie dabei unterstützen wollen, die Challenges, die Herausforderungen zu meistern und das nächste Level zu erreichen. Lassen Sie uns doch einfach darüber reden, wie wir gemeinsam so ein virtuelles Event gestalten können, wie ich Sie unterstützen kann mit einem Impuls, um die Herausforderungen zu meistern und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach vorne zu bringen.